Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom LS, vom Landwirtschaftssimulator 2019. Jeder hat jetzt sozusagen eine Aufgabe, oder? Täusche ich mich da? Also Tramp macht auf jeden Fall Feld Nummer 7, ich mache Feld Nummer 4 und dünge das Ganze. Tramp, den werden wir angeblich nicht mehr sehen, laut zwei Aussagen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das jetzt hier läuft. Auf jeden Fall gucken wir jetzt, dass wir hier ein bisschen Kapital kriegen, ein bisschen Geld, ja, Kapital bra. Ja, schlechter Wortwitz. Am besten fangen wir es einfach an und legen einmal hier los. Wir nehmen das einmal an, denn wir leihen nämlich die Geräte aus, da wir die nämlich noch nicht haben. Genau, also das Gespräch ist wieder eröffnet. Du kannst... Mach Folgendes. Ihr könnt nur eine Mission annehmen. Ich könnte das ja, eben, da steht nämlich, deine Farm hat bereits einen aktiven Lohnauftrag. Was ist das für ein Scheiß? Es gibt eine Mod, die heißt Multi-Missions. Da geht das bis zu 2 Stück. Was ist der machen? Kartoffeln, ne? Ja. Scheiße. Nee, du machst Zuckerrüben. Ernte Zuckerrüben, Feld 7. Also ein Zuckerrüben, okay, Zuckerrüben. Rübentechnik. Das Ding, wenn man es leid. 20.000, nee, bringt nichts. Die sind so teuer und bringen kein Geld, das ist das Problem in der ganzen Sache. Naja, viel Spaß. Schönes Wochenende. So, jetzt mal im Ernst. Also Leute. Palop und ich freuen uns, glaube ich, also ich spreche für mich erstmal tierisch, dass ich hier mit dabei sein kann. Ich hatte so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Kein Problem. Dieser Sarkasmus, ne? Ja. Ja, weiter, führe fort. An sich, was können wir machen? Wir können theoretisch noch 2 Felder kaufen, dann ist ja aber auch 5 Minuten erledigt. Wir müssten quasi jetzt abwarten, bis die Ernte fertig ist. So dass die nächste Düngestufe ausgebracht werden kann. Was wir machen könnten ist, wir könnten die Tanks leer fahren. Wenn ihr auf Landwirtschaft geht und keine Phoenix braucht, könnt ihr das Silo leer fahren. Da auch wieder Geld. Aber es kann ja quasi nur einer machen, indem man einen Traktor nimmt und es wegfährt. Wir sind am Anfang. Ihr habt keine 10.000 Felder, ihr habt keine 10.000 Maschinen, weil einfach das Geld nicht da ist. Es ist etwas überdimensioniert, am Anfang mit 4 Leuten rumzulaufen, weil irgendwann lässt die Arbeit einfach nach und an dem Punkt sind wir jetzt. Ja, und das ist gerade mal keine Ahnung, wie lange her. Bei ein paar Minuten war das noch anders, jetzt ist es halt eben so. Damit müssen wir jetzt leben. Wir könnten ein... Ja, habt ihr... Also, im Prinzip zu fragen, habt ihr noch Fragen zum LS? Also jetzt momentan so spontan, nein. Keine. Gut. Der Rest, ja, was fällt mir sonst noch ein? Nichts mehr. Gut. Paul, ob du bist dran. ich fühle mich hier. Kennst du dich mit Rübentechnik aus? Meinst du jetzt mich? Ja. Ja. Ja, ich glaube, Lukas braucht Hilfe. Nee, ich bin gerade noch ein bisschen am rumprobieren, wie das mit der Lenkung hier funktioniert. Deswegen, weil du fährst ja schon 3-mal im Kreis. Nee, ich find's lustig. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie es auf dem Feld dann ist, aber da gibt's ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie das Ding hier lenkt. Das ist abartig. Hundegang links, Hundegang rechts. Was ist das denn? Hundegang. Lass ihn einfach rumprobieren. Das ist die einfachste Variante. Wir kennen das Ganze ja. Paolo, kennst du das auch? Nee, Rübentechnik nie gemacht. Sollte man eigentlich gemacht haben schon mal. Ich habe bis jetzt jede Technik bis jetzt einmal durchgemacht. Rübentechnik ist die einzigste, die ich nie einmal gemacht habe. Ja, ich kann mir denken, warum. Weil. Zu kleines Schneidwerk und zu großes Feld. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Maschine, wo du da hast. Sehr komplex. Das ist voll das krasse Ding. Und das kann richtig krass viele Sachen.
Also es empfiehlt sich generell nicht, Rüben überhaupt zu machen, weil die geben echt kein Geld und die Maschinen geben kosten in Anschaffung einen Arsch voll Kohle. Es ist, wenn du die Kartoffel an der Maschine kostet 440.000, da bist du das Geld schon wieder los. Es ist unrealistisch. Du sagst, wenn du da raus hast. Also du kannst jetzt eine Kartoffel an der Maschine kaufen und derzeit, wo Trump quasi das Ganze aberntet, hast du das Geld wieder raus für die Maschine. Aber ist egal. Er hat recht, Palaf hat recht. Das Problem ist halt wirklich, du hast bei den Dreschern normal hast du Schneidwerke bis zu 24, 36 Meter bei den großen Dreschern. Da kriegst du relativ viel gemacht in relativ kurzer Zeit. Ja, bei Rüben wird das nicht größer. Bei Rüben wird das nicht mehr größer. Und bei Kartoffeln auch nicht. Bei Kartoffeln gibt es noch eine Mod, dann ist bei 6 Meter aber auch Schluss. Und jetzt das Feld 8 oder was das war, ist überdimensioniert groß. Du stehst da 5 bis 6 Stunden, bis das fertig ist. Und zwar ich wünsche Echtzeitstunden, nicht Ingame, okay? Echtzeit. Ja, ja, ist schon klar, schon klar. Also Lukas, ich wünsche wirklich sehr viel Spaß jetzt dabei. Du hast eine tolle Aufgabe gesucht. Die nächsten Folgen werden nur noch... Wie kriege ich dieses Schneidwerk auf den Hänger? Das Schneidwerk ist nicht so groß, schnell spannst vorne dran und... Lass den Hänger mal stehen. Und lass den Hänger stehen. Das ist jetzt zusammengeklappt, das ist nicht groß. Machst du Zuckerrüben oder machst du was anderes? Was war es nochmal, Marco? Zuckerrüben, ja. Ja, spann das Teil an. Alter. Das ist nicht so groß. Hier steht auf jeden Fall Fortschritt 0%. Weil er nichts gemacht hat am Feld. Ja, ja, ich weiß. So. Also generell, es empfiehlt sich, auf die Tierwirtschaft zu gehen. Weil das ist, was Geld bringt. Nebenbei noch. Die Hühner. Ja, da braucht ihr bloß Weizen anzusehen, das abzuernten, das Korn hebt ihr auf, das Stroh könnt ihr theoretisch... Oder Gerste. Oder Gerste, ja, Weizen oder Gerste. Gerste hätten wir sogar, wir könnten rein theoretisch schon ein paar Hühner kaufen. Die brauchen nicht viel. Die Eier bringen jetzt nicht so viel Geld. Pro 1000 Stück nur ein paar hundert Euro oder so. Also ist jetzt nicht so tolle. Oh, schön, Palop schwebt in der Luft. Das ist so buggy. Was ist denn das hier? Das sieht irgendwie aber will geil er das aus. Ding bei mir vorher nicht rankuppeln. Muss ich da noch irgendwas machen? Okay, am LKW bin ich. Check mal aus dem Ding aus. Ich finde es voll geil, wenn die Leiter da runterklappt. Du bist auf der falschen Seite. Wenn du auf der richtigen Seite gewesen wärst, wird es auch rankoppeln. Ah, interessant. Das ist ein bisschen doof, dass es dann aber auch so komisch da stand. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es richtig aussieht. Ich bin davon aus, dass man das dann so rankuppelt. Wir müssen gucken, wo das Feld ist. Wo müssen wir denn da hin? Da oben. Ach du grüne Neune. Ich mag Rüben ernten nicht. Ich kann das zwar, aber ich mag es nicht. Ach was, das ist doch so schnell gemacht. Da fährt man einmal drüber, einmal links, einmal rechts und fertig. Ich kann diesen Sarkasmus nicht leiden. Ach was, ich fahre mit meinem Lastwagen hier kurz rüber, der erntet es automatisch. Ja, na klar, viel Spaß dabei. Wenn das guck, da füllt es schon direkt in den Kippsattel hier rein. So ein Säcke. Der driftet. Ach du Kacke. Toll.
jetzt ist mein Monster leer. Ja. Da ich gleich offline gehen werde, wahrscheinlich, wie viel haben wir denn? Viel zu spät. Viertel vor drei. Ja. Jo. Gut. Du Tramp, Super Bowl sieht aber auch anders aus, wa? Ich guck nebenbei Super Bowl an. Ach so, alles klar. Ist Gleichstand. Nee, mittlerweile ist nicht mehr Gleichstand. Touchdown. Aber schon doof, dass man da nicht mehrere Verträge abschließen kann, sondern nur einer. Doch, das geht schon. Wie gesagt, Multimission. Ja, schon, aber es ist doof, dass es vom Spiel nicht so standardmäßig vorgesehen ist. Das finde ich doof. So, du hast doch jetzt, jetzt kann Luca es ja anfangen. Du brauchst nicht daneben fahren, glaube ich, oder? Ich probiere es nochmal aus. Wie wird, muss man bestimmt richtig nah ranfahren, wenn du das wahrscheinlich noch ausklappen. Ja. Das Rohr ist nicht ausgefahren. Das sieht schon krass aus. Ja, nur das Schneidwerk. Wenn ich die Größe sehe. Wenn ich diese Größe sehe. Oder diese Größe von diesem Feld. Und dann mir anschaue, wie viel Geld wir dafür kriegen, für diesen Dreck. Es tut weh. Ich krieg mehr Geld, als da steht. Deutlich mehr Geld, als da steht. Aber Basi, du musst das nur abernten, oder? War es nicht auch so, dass du die eigenen, dass du das, was du abgeerntet hast, selber verkaufen kannst? Folgendes. Hätte Paul aber euch jetzt auch sagen können. Es ist empfehlenswert. Die Aufträge sind in der Regel bei 97-98% abgeschlossen. Okay. Nicht bei 100. So. Ihr habt ja in den Aufträgen eine feste Ableitestelle, wo es jedenfalls laut Auftraggeber, wo ihr kein Geld für kriegt. Wenn der Auftrag, wenn da steht Lohndienstleistung abgeschlossen, kippt das Zeug nicht mehr dort rein, sondern woanders rein. Egal wo. Dann bekommt ihr Geld. Wie zum Beispiel das Dilo von euch. Genau, dann habe ich auch gedacht, ja. Einfach so in die eigene Kasse. Dann bekommt ihr noch zusätzlich zu dem, was ihr eh schon habt. Ja, da wären wir dann wieder bei Paragraph 242, Diebstahl, der dann auch geht. Das ist ein Bug, den der LS noch nicht rausgenommen hat. Werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Die Frage ist, wie lange der da schon drin ist. Zeitbeginn. Anfang an. Dann werden sie ihn wahrscheinlich nicht mehr rausmachen, ja, glaube ich auch. Das Spiel existiert ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Das heißt, das Spiel existiert schon seit fast 2 Jahren. Deswegen auch nur ein paar. Ja, das wird dauert auch nicht mehr so lange, kommt dann das nächste Ding schon raus. Ja, zwischen April und Juni nächstes Jahr. Dann wird es auch ganz bestimmt wieder auf den diesjährigen Gamescom angekündigt. Ach. Wir werden es dann im August sehen, ob es angekündigt wurde. Ja, wir werden sehen, ja. Ja, ich bin vielleicht das erste Mal rum. Passt. Genau, fehlen mir noch weitere 150 Mal. Damit kommt es mir gefühlt nicht aus. Noch 726 Mal rum. Alter Markus, stimmt's bei dir gerade auch so? Was? Stürmt es bei dir gerade auch so? Stürmt. Mach mal kurz Fenster auf. Hä? Willst du mich verarschen, Alter? 20 Leute hat hier wieder jemand geraidet. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Da muss ich ja hier noch was arbeiten. Das geht bei ja dir mal 20 gar Leute, nicht. Wie? Das sieht hier so aus. 27 Zuschauer läuft bei dir. What the fuck? Alter, was ist los?
Ich mache hier gar nichts. Ich gucke nur den dummen Stream von dir an, Lukas, und habe auf den Talking Screen geschaltet, wo man meine Webcam sieht und deinen Stream, und das war's eigentlich. Ja, ihr könnt gerne auf meinen Stream gucken. Hallo, mir rüber, da ist das Gameplay. Alter, also egal was jetzt kommt, ich brauche jetzt eine feste Aufgabe. Also bei so vielen Zuschauern, das kann es ja nicht angehen, dass ich hier nichts mache. Marco, das kannst du mich doch raiden. Ja, könnte ich. Mache ich aber nicht. Richtig! Wow. Oh. Ja, das ist heftig. Also, wir sind hier gerade in einem Stream, der nicht allzu ernst zu nehmen ist. Ich glaube, das können die zwei Leute, die hier mit uns unterwegs sind, der Erik und der Daniel, bestätigen. Vollkommen richtig. Ist total, also, ich habe noch nie einen ernsthafteren Stream gemacht. Also, wir hatten schon mal einen verrückten Stream, der war bei Warface. Ja, da muss ich mal eine kleine Lektüre erzählen. Sagt man das überhaupt so? Nee, ich glaube nicht. Anekdote also, vielleicht eher so in die Richtung. Ja, eine Anekdote. Da waren wir, glaube ich, auch zur 5. oder zur 7. und haben dann da Warface gespielt. Und dann war das tatsächlich so, dass wir quasi nur Mist gemacht haben. Ja, das war wie folgt. Da hat einer, der mit uns gespielt hat, hat seine ganze Familie angerufen via Smartphone. Kennst du noch den Typ? Ja, klar. Genau, der hat es dann bei seiner Mutter probiert, die ist nicht rangegangen, ja. Vater auch nicht rangegangen. Dann ist die Schwester hingegangen und hat er gesagt, du Susi, ich habe keine Freunde. Und wir haben uns allein abgelacht. Zum Schluss kam dann die Schwester ins Zimmer, weil sie gemerkt hat, okay, der verarscht mich. Und dann hat die dem, glaube ich, eine geklatscht. Das war schon ziemlich krass. Ruft er seine ganze Family an, die sich im Haus befindet. Mami, geht nicht ran. Probieren wir es mal bei Papa. Papa, geht nicht ran. Es war so geil. Das war ein geiles Video. Hätten wir da nur gestreamt schon. Das wäre echt cool gewesen. Aber wir haben es aufgenommen. Wir haben es auf Video. Ja. Auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Hey, das Video könnte ich eigentlich mal in einem Stream-Reaction. Einfach mal eine Stream-Reaction draus machen. Das wär's doch. So, aber jetzt müssen wir aber hier auch noch ein bisschen auf den Chat drauf eingehen. Was denn hier so die Leute. So, ich muss es ins Zentrum bringen. Geschrieben haben. Seit Version 1.0, LS21 ist abgesagt. Ausrufezeichen. Gerade vor ein paar Wochen hatten wir gerade auch als Gesprächsthema. Ach da. Also LS21 ist nicht abgesagt in dem Sinne, sondern eigentlich eher verschoben. Ja, verschoben. Was auch Sinn macht. Ja, lieber was Vernünftiges rausbringen. Also, ja, bevor sie wieder 3 Schritte zurückgehen. So, jetzt brauche ich aber eine sinnvolle Aufgabe, was ich jetzt erledigen kann, damit ich auch ein bisschen was zeigen kann. Ich hab dir jemand gesagt, das wolltest du nicht machen. Wer hat dich da denn wieder geradet? Also das ist doch die Uhrzeit, dass da plötzlich Leute dazukommen. Keine Ahnung, das ist Wahnsinn. Ich sag ja, also Twitch und so schläft nachts nicht. Romiat, vielen Dank. Alter, raided mit einer Gruppe von 31 Personen? Der soll mal bei mir raiden, hallo. Das ist echt heftig. Das sind jetzt 19 Leute, gucken hier gerade zu, was ich hier für ein Bullshit fabriziere. Also gar nichts. Das Erstaunliche ist, dass die Leute, die meisten davon geblieben sind und nicht direkt alle abgeschaltet haben. Ja eben, also das verstehe ich meistens auch nicht. Schreibt nicht ein Mensch. Nee, zwei schreiben. Aber immerhin hat das so viel Zuschauer. Ja, das ist auf jeden Fall schon. Also ohne Witz, ich hatte noch nie mehr wie 19, ja. Und in den anderen hatte ich überall was zu zeigen. Naja, vielleicht kommt dieses Jahr wenigstens die finale Version von LS19. Hat ja immer noch Alpha-Status. Ist das so? Was? Dass LS19 noch Alpha-Status hat? Glaube ich nicht. Hat ja gerade einer geschrieben. Alpha-Status? What the fuck? 3 bis 4 Leute haben geschrieben. Nicht nur einer. Da ich jetzt das erste Mal.
Ja, was machen wir jetzt hier am besten? Das war. Ich hab dir eben was gesagt, was wir machen können, das hast du nicht gewollt. Was wollte ich nicht machen? Ja, Fenster putzen. Ach so, ja, das ist doch schon wieder 2 Stunden her. Ups. Also gefühlt. Kann man da überhaupt Fenster putzen? Nein, das ist ein Landwirtschaftssimulator, nicht ein Putzsimulator. Ja, keine Ahnung. Wie schon gesagt, der letzte, wo ich gespielt habe, war 2015. Also da kann sich und viel da, geändert haben. Und im 2015, da konntest du auch kein Fenster putzen, also Ruhe. Ja, aber ja, vielleicht 4 Jahre später hätte er sein können, ne? Stell den Mähdrescher wieder zurück. Ich hab ihn da extra schön hingestellt. Jetzt schiebt nicht den Mähdrescher plötzlich weg. Wieso fickst du? Du hast ihn jetzt mitten auf die Straße gestellt. Was soll denn das? Guck, jetzt steht er besser da als vorher. Was sagst du dazu? Gut gemacht. Kriegst einen Keks. Okay. In 3 Jahren. Wo muss ich mir den abholen? Darfst du in 3 Jahren bei mir zu Hause abholen. Oh, das wird heftig. Also wir können uns auch auf der Gamescom treffen. Dann kannst du es mir da persönlich überreichen. Wie wäre das? Einfach, lass mal von, will ich das wirklich einen Keks mitnehmen? Nee, zumal bin ich kein wirklicher Keks-Fan tatsächlich. Dann kriegst du eine Chips-Tüte. Mhm. Da war ich gut dran. Also ich hatte an Weihnachten Dienst und da haben mir die Kollegen Chips und Cola geschenkt. Eine Cola kann ich auch. Nee, das kommt manchmal nicht so gut. Kommt nicht so gut an, weil das kommen bei Getränken, die 30 Euro kosten. Also die sind echt teuer, also ich weiß auch nicht warum, aber das ist echt heavy. Und eine 5 Euro Pommes. Ja, da lohnt sich schon was mitzunehmen, das ist echt viel zu teuer. Nur das Problem ist, du musst halt auf. Du bist da stundenlang, rennst du da lang. Du musst irgendwann mal was Warmes essen und dann. Kommst du halt doch noch, dass du dir doch eine eigene Pommes holst oder was auch immer da kaufen musst und dann gefühlt Auto verkaufst. Oh, danke für deinen Follower, Gamer Schule. Ja, wie war das bei der Gamescom 2018, Tramp? Da hast du dir doch, glaub, ein Wrap für 5 Euro gekauft, oder? Ein Wrap meinst du? Oder ein Wrap. Das fand ich schon ziemlich heftig. Der war ziemlich klein für 5 Euro. Wie viele Jahre seid ihr denn schon in Folge auf der Gamescom gewesen? 4, oder? Nee, das heute sage ich schon. Dieses Jahr ist das 4. Mal. Oh, 4. Mal. Ich bin gerade mal das 3. Mal jetzt da gewesen. Ja, was heißt gerade mal das 3. Mal? Das ist ja auch nicht so. Dafür, dass ich jetzt gerade mal erst 15 bin, einmal Gamescom hintereinander. Ja, das ist gut. Also wir waren das erste Mal mit, wie alt waren wir da? 18? 19? Ich weiß schon gar nicht mehr. 19? Und du warst 18. 18. Tut dir einen Gefallen. Nicht über das Alter reden, okay? Ich komme mir alt vor. Quatsch. Man kommt sich nur so alt vor, wie man sich fühlt. Ich bin schon der Opa hier im Stream, ey. Quatsch. Da hatten wir schon mal Ältere hier. 6 Euro einen Hotdog ohne Zusatz. What? Ja, ganz normal. Ja, das sind wirklich abnormal heftig. Kranke Sachen. So ein Hund ist teuer. Ja, vor allem, wenn er heiß ist, ne? Ein Cool Dog wäre vielleicht ein bisschen günstiger. Der würde nicht erhitzt. Oh doch. Bitte sag, du bist nicht einer der neuen Farmer, die LS19 kostenlos bekommen hat. Doch, doch. Ja, ja, Epic. Doch, ich muss es zugeben, ja. Ich gehöre nicht dazu. Ich auch nicht. Aber ich und Tramp. Und ich auch, ja. Und wenn ihr Gameplay sehen wollt, dann kommt zu mir. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Das Ding ist, ich würde ja schon die Leute rüberschicken und so. Aber das ist dann halt immer so ein Ding mit der Aktualität, ne? Das verflüchtigt sich dann so. Krass, du hast 24 Zuschauer. Wo kommen die plötzlich alle her? Haben die das, alle? Das weiß ich auch nicht. Das, keine Ahnung. Ihr habt das Glück gehabt, ein Raid zu kriegen. Seid froh. Ja, 2 Stück. Heute, an einem Tag. Das hatte ich ja noch nie. Ich hatte bisher einen und der war nicht so groß. Ich hatte einen. Der war 18 Leute waren das. Ja, bei mir waren es 15. Aber wo nicht mal nach einer Minute schon wieder nur noch 2 Leute da waren, die waren auch in ein paar Minuten weg. Deswegen, die Räder sich nützen nichts.
Die tun nicht viel auf die Zuschauerzahlen, deswegen ist das Problem. Aber jetzt gerade zum Beispiel immer noch 22 Leute. Das ist heftig um die Uhrzeit und vor allem als so ein kleiner Pimpfi-Streamer wie ich. Das gerade, ist ja... du fährst gerade ein bisschen mit Metas herum und die Leute sind einfach da. Ja, das finde ich Wahnsinn. Das kann ich auch nicht verstehen, aber ich finde es gut. Aber komm mir schon irgendwie so ein bisschen schlecht vor. Ich habe keine feste Aufgabe, ich mache nichts, fahre ja nur mit dem Mähdrescher rum. Also da kommen wir schon ein bisschen doof vor. Dann kannst du jetzt hoch auf den Rühmann da wechseln, da gehe ich Feier machen. Oh, das wäre super. Da haben wir eine sinnvolle Aufgabe. Jetzt kriegen wir noch einen Burnout hier. Einfach nur die Linie weiterfahren, ich fahre immer schön rund. Das ist am einfachsten. Alles klar, ich wechsle mal durch. Bin ich in der Erntemaschine, da will ich nicht hin. Doch, da willst du hin. Nein, Lukas, du wolltest ernten, du machst das jetzt. Stimmt. Und ich fahre den Meter schon wieder zurück. Okay, alles klar. Gut. Der da einfach ohne Sinn und Verstand hingefahren wurde. Könnt ihr mal bitte das nicht anschalten? Das wäre vielleicht einfacher. Ernte ich jetzt gerade schon? Nein. Ja gut, das muss man natürlich jemand sagen. B. Ja klar, gut, ist ja einer ausgestiegen, muss ich das anschalten. Tipp, Kartoffeln sind am besten. Schreibt hier Gamer 1 Schule. Danke für dein Angebot mit den Tipps. Wir haben schon zwei, die hier im Stream sind. Die haben wir bis vor 2 Stunden auch nicht gekannt. Die haben uns so ein bisschen erklärt, wie das hier läuft. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Arbeite auf Kartoffeln hin, dann hast du viel Geld oder Rüben genauso gut. Ja, mit Rüben sind wir ja gerade dran, ne? Wir ernten gerade Zuckerrüben. Ihr solltet dazu sagen, das ist ein Auftrag, das ist kein Privat. Ja, gut, stimmt. Wir machen einen Auftrag. Das sind da nicht unsere Sachen. Hey, nicht so schnell fahren. Toll, jetzt ist die ganze Ernte flöten gegangen. War doch zu. Mindestens 100 Zuckerrüben. Das interessiert uns ja nicht. Was? Lager. So, dann. Oh, du musst natürlich schon auch auf der Linie bleiben. Ja, weißt du, das Ding ist, ich muss auch immer den Chat beobachten. Das ist gar nicht so einfach. Ich fahre eine saubere Linie euch vor, ihr versaut die innerhalb von 2 Minuten. Innerhalb von einer Minute, ja. Boah, ja, das waren nicht mal 2. Pass auf, ich bin Profi, ich krieg das nicht wieder hin. Das ist schon krass. Mich wundert, dass du als Profi den Greenscreen eingestellt bekommen hast. Was? Nochmal? Dass du als Profi den Greenscreen eingestellt bekommen hast. Das ist okay. Ich bin kein Profi, ne? Also ich habe da ein bisschen rumgespielt, habe mir das selber angeeignet, habe mir ein Tutorial angeguckt und dann hat es irgendwie nach einer Stunde funktioniert, ohne dass es großartig krisselt. Ich darf mir morgen auch die Tutorials anschauen, weil davon ist meine Mutter. Ich habe mir einen Greenscreen gekauft, der soll bei meiner Mutter sein, aber daher, dass ich mir zu Hause jetzt auch nicht einhaben will, bringt er ihn morgen mal vorbei und ich guck mal, ob wie ich das hinkriege, daher, dass ich auf dem Dachboden wohne und also rechts und links schräge Wände habe. Das wird schwierig. Ich hab's einfacher. Da ich kein Stream brauche, ich streame über Facebook. Das ist ein hübsches kleines Programm bei Steam. Aha. Imitiert verschiedene, kannst du Hund oder Wolf oder einen Teufel sowas machen. Mhm. Und der hat den Greenscreen automatisch mit drin. Das ist natürlich praktisch. Hier fragt jemand, warum wir Rüben ernten statt Kartoffeln. Wir haben Auftrag entgegengenommen und ernten dafür jetzt jemand die Rüben, denn Lukas hat nämlich gesagt, er will das große Rübenfeld ernten. Und das machen wir jetzt. Ihr müsstet eigentlich tauschen. Lukas müsste durchgehend auf diesem Feld fahren. Ja, eigentlich schon. Nee, der fährt ja trotzdem mit. Ja, wie sieht's aus? Fahren wir jetzt weiter, Lukas? Ja, fahr du mal zu, ich muss noch etwas gucken. Ja, auf einmal, ne? Ja, aber das Ding ist, wenn ich da jetzt noch zufahre, dann geht doch die ganze Ernte hier flöten. Ja, nee, du hast auch ein, nein, das ist ein Lager. Ah ja. Ah ja, okay, gut, ich sehe es. Ich sollte nur meine Augen aufmachen. Also du kannst auch eine Weile lang ohne jemanden neben dir fahren. Das Einzige, was du nicht machen solltest, fahre nicht mit dem Häcksler weiter, wenn kein Traktor in der Nähe ist. Weil dann ist die Ernte futsch. Ja. Weil der Häcksler hat kein separates... Der haut's gleich wieder raus, ja.
Genau, der hat keinen Tank. Deswegen nicht mit dem Hexer weiterfahren, wenn der Traktor voll ist. Das geht böse. Manchmal hört er ja auch, manchmal macht er keine auch gar nicht mehr ernten. Dann wird die auch, schaltet die sich automatisch aus. Wenn du eine Mod hast, ja. Ach ja, stimmt, ich habe das auch noch nie gemacht. Ich bin Mod-Spieler. Oh, ja, ich auch, aber ohne Mod geht's halt nicht. Ohne Mod schaltet ihr nicht automatisch ab. Oh, und da kam noch mal ein Follower. Vielen Dank, Image nicht, der kann nicht. War das so richtig ausgesprochen? Es ist halt schon Wahnsinn. Könnt ihr mir mal bitte alle in den Chat schreiben, was ihr noch so spät, vor allem unter der Woche, muss man sagen, hier um 3:06 Uhr noch alle online seid. Das ist ja Wahnsinn. Seid ihr alle im Nachtdienst oder wie? Alle. Aber ja. Sprich weiter. Die meisten haben halt wirklich von anderen Streamern rüber und kommen jetzt zu euch, seid froh. Bin ich auch. Also finde ich super, aber ich finde es trotzdem immer erstaunlich, was das dann für Leute sind und woher die kommen und was die halt noch um diese Uhrzeit machen, dass es so viele sind. Das finde ich halt schon beachtlich. Respekt. Das sind alles Nachteulen hier. Wenn man sich mal anschaut, Ihn mag nicht, nicht Image. Ja, was? Wenn man sich jetzt mal anschaut, bei WoW zum Beispiel derzeit, eine Gilde, die in vielen Sachen eine der besten Sachen macht, Method, hat derzeit 24.000 Zuschauer. Das ist heftig. Ja, und das sind auch Profi-Streamer, die verdienen damit ihr Leben sind halt. So ist es. Ja, die gewinnen Turniere überall. Gerade diese Gilde gefühlt fast die meisten Spiele, die was erreichen wollen im WoW, nämlich die Add-ons und Pipapo, alles, das Interface und was sie alles dann abkopieren können von denen, weil sie einfach das Optimalste haben. Ich habe WoW auch gespielt bis vor 2 Jahren. Ja, schon ein Grund, wieso manche Gilden so gut sind, dass sie mehrere tausend bis hunderttausend Euro, wie auch immer, kriegen, wenn sie irgendwas gemacht haben. Na, ja, ist halt schon heftig. Dann erntet ihr mal fleißig weiter. Wir sehen uns, denke ich, dann die Tage wieder. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich habe mir den Teamspeak-Kanal hier unter Favoriten gespeichert. Mhm. Dann reden wir nochmal über das andere Multiplayer-Projekt und Server. Mhm. Wenn wir uns sehen sollten, vielleicht morgen mal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr beim Streamer vorbeischaut. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Rübenernten, ne? Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder um 2 Uhr, wenn ihr noch dran seid. Ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Ja, wir machen durch. Ja, er macht durch, genau. Also ich habe um 14 Uhr Zahnarzttermin, davor möchte ich noch ein bisschen schlafen. Ja, passt doch. Gut, dann euch noch einen schönen Abend. Danke, vielen Dank, dass ihr zwei da wart. Genau. Ich bin irgendwie weg. Alles gut. Ich bin noch dabei, ich schaue euch noch beim Stream selber gerade zu. Im Spiel mache ich zwar gerade nichts mehr, aber ich schaue euch noch im Stream zu, was ihr da macht. Was wir hier für Bockmist fabrizieren. Ist dein Anhänger voll, nee, ne? Ja, doch. Hä, aber da ist doch noch direkt hinter dir ist doch noch Leerraum. Ja, das sieht nur so aus. So, also quasi ein Fail. Ja, irgendwie doch. Also es war halt auf jeden Fall mal wieder sehr, oder es ist heute noch sehr chaotisch, aber lustig und unterhaltsam. Aber ja, so ist das eben bei uns, ja. Wie sage ich immer so schön zu Lukas, wir haben zwar professionelles Equipment, ja, und sind von daher professionell, aber unser Inhalt ist nicht so ganz professionell. Wenn wir halt einfach ja, das machen, worauf wir Lust haben. Vielleicht erklärst du mal kurz unser Konzept, Lukas. Das wäre vielleicht ganz interessant für die Leute, die hier da sind, was wir denn so machen, wer wir sind. Und dass wir eigentlich quasi hauptberuflich oder halt die meiste Zeit in YouTube versenken. Ja, wir machen also
hauptsächlich eigentlich, wie er schon gesagt hat, YouTube. Und auch schon, ich sag mal, relativ erfolgreich. Also wir sind ja jetzt bei 2400 Abonnenten angekommen. Hauptsächlich auch Gaming, aber auch Unboxings, Reviews, Real-Life-Videos im Sinne von, dass wir Vlogs auch drehen oder halt auch professionell gestaltete Videos zur Gamescom oder also wir machen einfach alles Mögliche und das halt auf unsere spezielle Art und Weise, also sollte man nicht ganz so ernst nehmen. Genau, und das spiegelt sich hier auch im Stream tatsächlich wieder, ja, wir reden irgendein Bullshit, probieren Blödsinn aus, wir machen einfach das, was uns so gerade spontan einfällt, auch wenn es völlig hirnrissig ist, wie jetzt zum Beispiel hier um 3.10 Uhr nachts so ein XXL-Feld hier drüben ernten. Es ist halt alles nicht normal, ne? Und unsere Unboxings, die wir auf unserem YouTube-Kanal haben, die müsst ihr euch quasi nicht wie professionelle Unboxings vorstellen, sondern ich kaufe mir ein Paket, sei es ein Greenscreen oder eine Elgato Stream Deck, ja, wir bauen Lichter auf, wir bauen die Kamera auf, schmeißen die Kamera ran und sagen, ja, okay, gut, wir machen wir kurz die Einleitung, machen wir was Besonderes oder nicht, starten das Video und legen dann einfach los ohne Plan, packen aus, quatschen oben dummes Zeug, einen dummen Spruch mal hier hinterher, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ist eine spezielle Art, dazu muss man das auch sagen, also dass wir, also ich und Marco halt zusammen einen YouTube-Kanal betreiben, der Edgy Metal Rock heißt und auf dem Haupt-Channel, Twitch-Channel Edgy Metal Rock stream ich gerade und er hat da so sein eigenes kleines Streaming-Projekt, wo ihr sozusagen jetzt gerade anschaut. Genau, richtig. Und das ist dann eben hier mein Streamfreak-Kanal, auf dem ihr gerade alles seid. Also ihr wisst durchaus, worauf ihr euch einlässt, wenn ihr den Namen liest. Also verklagen könnt ihr vergessen, denn da steht ja schon im Namen, dass es ein bisschen freaky ist. Ne? aber ich glaube, es scheint ganz gut zu unterhalten, weil immer noch 17 Leute hier sind. Also von daher machen wir, glaube ich, alles richtig. Natürlich Wünsche, Anregungen und Kritik nehmen wir gerne an. Gar keine Frage. Wir freuen uns auf sämtliche, warum geht hier jetzt nichts mehr jetzt, Interaktionen. Auf jeden Fall. Also spammt den Kommentarbereich voll. So ist es. Da muss ich mir ja doch mal Gedanken machen, wie ich dann den Chat verlangsame, wenn das so ausartet. Weil dann komme ich ja gar nicht mehr mit hier mit dem Lesen. Und ich glaube, ich schiebe deinen Hänger ein bisschen zur Seite, kann das sein? Ja, ja. Weil deine Hinterachse mitlenkt. Mhm. Du Hotdog. Ja, genau. Und den Stream, den ihr sozusagen jetzt gerade schaut, der kommt dann auch, je nachdem, was wir für besser halten, entweder von Marco aus seiner Sicht oder von meiner Sicht auf unserem YouTube-Kanal als Metalrock. Vielleicht auch beide Sichten. Also auf jeden Fall, der Part, der geht schon wieder 40 Minuten. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, die Zeit, die geht mal so schnell flöten. Also ich würde es einfach direkt hochladen und direkt dann schon die Tage veröffentlichen, solange das auf ja, Epic Games halt noch... Sollen wir es wirklich in unserem Programmplan aufnehmen? Einfach irgendwo da dazwischen quetschen? Ja. Auf die Gefahr hin, dass es dann halt mal zwei Projekte gibt? Ich würde es schon machen. Solange das noch im Epic Games Store kostenlos ist, hat das auch eine bestimmte Relevanz. Ja, dann müssten wir da aber noch ein bisschen produzieren dafür, ne? Ja, wir haben ja schon fleißig dabei. Also, ja, sag. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt sozusagen frei und du ja auch. Genau, ich habe nämlich Urlaub. Und Zeit haben die anderen ja auch. Also mal gucken, ob wir dann halt zusammen Zeit finden. Und von dem her fände ich das schon interessant, das dann direkt zu veröffentlichen, so schnell es geht. Dann machen wir das, gar keine Frage. Und ich müsste meine Sachen erst noch cutten, also
Ich kann mal gucken, wie es bei mir so aussieht, aber wenn es bei dir passt, würde ich halt sagen, lädst du halt schon direkt vielleicht im Anschluss oder morgen, später. Also ich kann dir das, was wir jetzt heute aufnehmen, auf die Festplatte draufpacken, dann kannst du das hochladen. Ja, stimmt, so machen wir es, ja. Wir treffen uns morgen ja eh für Übergabe. Ja, später dann. Ja gut, dann machen wir es so, perfekt. Und ich mache das dann direkt fertig, also ich mache direkt dann die, kann direkt dann die Tags machen und ein Thumbnail dazu. Mhm, das ist gut. Ja, und da könnt ihr sozusagen jetzt direkt auch schon die YouTube-Planung hier live verfolgen. Genau, und falls ihr Interesse habt, neben dem Button About auf meinem Twitch-Kanal einfach auf den Button drücken, da kommt er dann auf unseren YouTube-Channel. Und da kommt immer regelmäßig Content, also täglich ein Video tatsächlicherweise. Da wird es euch nicht langweilig dabei. Ja, ansonsten, über was können wir denn sonst noch so hier allgemein reden? Es ist ja noch einer im Teamspeak. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es jetzt der Erik oder der Daniel ist. Erik, oder? Ja. Genau. Dann hatte ich es noch richtig in Erinnerung. Obwohl ich mit Namensgedächtnis echt schlecht bin. Also ich muss gestehen, ich habe es mir ja nebenbei aufgeschrieben. Am Anfang. Erik und Daniel. Bin da echt nicht gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt so lange Landwirtschaftssimulator streamen. Also ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber es ist halt schon ja, ziemlich heftig. Aber es macht Spaß, es unterhält. Ein großer Zeitfresser. Und auch ein Zeitfresser, auf jeden Fall. Weiß nicht, wie viele Stunden hast du schon im Landwirtschaftssimulator versenkt? Ungefähr. Also, ungefähr, also wenn ich jetzt PlayStation und oh je, auch noch PC, zwei Plattformen. Mhm. Ja, wenn ich, also wenn ich beides zusammenrechne, bin ich ungefähr bei, lass mich lügen, 2000. Was? Ja, fast 1000 bis 2000, irgendwie sowas in der Mitte. 1500 kommt hin. Wie alt bist du nochmal? 15? Ja. Alter Schwede. Also so viel Zeit habe ich vielleicht in meinen ganzen Spielsammlungen, die ich habe, hinein investiert. Das ist ja heavy, krass. Ja, nee, kennt ihr beide das Spiel Ark? Ja, ja. Ja, da drin habe ich auf PlayStation PC zusammen fast 6000 Stunden. Das ist krass. Ark war ja das Spiel, wo wo die Performance relativ schlecht ist. Also da hat ja sogar die Höllenmaschine von PC-Welt mit zu kämpfen, weil das so schlecht optimiert ist. Das ist doch Ark, oder? Verwechsel ich das gerade? Ja, das war die Tests von Ark. Das waren aber noch die Anfangszeiten von Ark. Mittlerweile ist Ark ja mehrere Jahre schon draußen. Mhm. Und jetzt mein 1300 Euro wegen der starken Kühlung kann ich Ark auf höchsten Einstellungen mit locker flockig 60 bis 70 FPS noch weiterhin spielen. Okay, weil Ark ist mir nämlich ein Begriff für ein schlecht optimiertes Spiel. Also damit assoziiere ich das quasi. Ark ist mittlerweile einer der größten Online-Spiele, gerade weil es gar nicht so viele Multiplayer-Dino-Spiele gibt. Dazu hast du dann noch die Auswahl zwischen PvP und PvE. PvP ist ja wirklich sehr beliebt, gerade daher, dass du so viele verschiedene Maps hast. Dann gibt es da haufenweise Server, kannst mit Leuten was zusammen machen, gegen andere Stämme antreten, quasi. Also Dinos züchten und stundenlang, also wirklich. Ich habe da jetzt fast 7000 Stunden insgesamt reingepackt und also da waren wirklich viele schlaflose Nächte zwischen, wo man dann einfach sich festgelegt, so 36 Stunden machen wir es durch, durchgehend T-Rexe züchten, Giganotos züchten, dann noch ein paar Tank-Dinos züchten und durchgehend Waffen herstellen, Materialien farmen und da hat man sich so einen Plan erstellt. Das und der macht das und das so und so, so lange. Und ja, moin, Felia. Und dann so eine lange Zeit weg. Ich hatte gerade kurz den Chat nicht offen, aber ich hoffe, du bist noch da, wahrscheinlich schon, mit deinen Zuschauern. Herzlich willkommen. Ja, aber das sind dann eher echt schon viele Spielstunden in nur zwei Spiele gesteckt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen,
Ich bin jetzt gerade auch, also habe jetzt, glaube gestern, ja genau, vorgestern war es, mit einem anderen Kollegen Dings gestreamt, Red Dead Redemption, und auch gleichzeitig aufgenommen. Und das ist jetzt einer der wenigen Spiele, wo ich echt viel Zeit schon jetzt hinein versenkt habe. Und das waren lächerliche, da musst du jetzt gleich drüber lachen, 120 Stunden. Weil ich normalerweise... Red Dead Redemption 2. Hast du schon so viel? 120 Stunden und ich bin nur in Kapitel 3. Das musst du dir mal geben. Ich habe nichts erreicht. Ja, okay, von diesem Spiel, das sagt mir allen grundsätzlich gar nichts, wie weit man da kommen kann, weil ich bin einfach absolut gar kein Fan von dem Spiel. Vom ersten Teil auch schon nicht. Ich habe das mal ein bisschen meinem Freund hast angeschaut, aber... Hast du dann in dem Fall ein bisschen die Twitch Landwirtschaftssimulator-Playlist durchgescrollt und bist auf uns dann Aufmerksamkeit geworden, genau, aufmerksam geworden. Es ist sehr früh morgens. Mich jetzt, oder? Nee, er hat quasi in seinem Stream auch noch einen Zuschauer. Ja, ist ein bisschen... Ja, ist ein bisschen verwirrend, tatsächlich. Ja. Deswegen finde ich es auch nicht so gut, wenn quasi zwei Leute streamen und quasi ein Projekt haben. Also ich und Chris zum Beispiel, wir machen ziemlich viel. Das kann ein bisschen verwirrend sein, tatsächlich. Okay, wir sind bei Red Dead Redemption 1 und 2 stehen geblieben. Da wolltest du noch was sagen. Ja, ich bin kein Fan von, hab's nie richtig nie gespielt. Werde es auch niemals spielen, weil das ist einfach so ein Spiel. Ich behänge mich eher bei Ark und WoW und ab und zu der Zeit aber relativ wenig, muss ich sagen, in LS19 rum. Ark habe ich dann auch eine große Pause gehabt, wo ich jetzt aber auch ein Glück demnächst wieder mit vielen, vielen Leuten startet bei einem Server, wo wir im Durchschnitt am Abend schon mal so auf dem Server 20, 30 bis 40 Leute online hatten. Nicht schlecht. Von ungefähr 100 Spielern insgesamt, die auf dem Server spielen, wenn du da schon abends dann fast 40 Leute hast, ist das schon, ist fast jeder aktiv. Velia, hast du es dir auch kostenlos geholt? Oder hattest du schon? Ja, so Red Dead Redemption habe ich ja in wie viel waren es? In 6 Tagen hatte ich, glaube ich, 80 Stunden. Ja, ja. Da, also du hast ja die Story richtig knallhart durchgezogen. Ja. Aber ich hatte trotzdem fast alle. Also ich hatte fast alle Nebenmissionen. Ich muss trotzdem ganz ehrlich gestehen, wenn ich Red Dead Redemption anfange, ich komme da nicht unter 8 Stunden. Das geht nicht. Da geht es mir genauso wie dir damals. Das ist übel. Geil, gell? Und viele sagen, dass es scheiße ist. Ja, und ich finde das Spiel echt richtig mega geil. Und ich bin eben so ein Charakter, der kauft sich ein Spiel, ja, der spielt die Story durch und dann ist Ende Gelände. Da gibt es dann nichts weiter nebenher oder großartig looten oder so. Einfach Story und dann ist Ende. Ja, bei Red Dead Redemption... Online habe ich es gar nicht richtig gespielt. Bei Red Dead Redemption, da habe ich eigentlich nur tatsächlich erst mal Ewigkeiten gejagt, dann Ewigkeiten Postkutschen überfallen, dann da hin und her laufen, da ein bisschen Story. Ich habe da so viel Zeit verbummelt, das ist heftig. Ja, für Lia hat sich das Spiel Landwirtschaftssimulator kurz bevor es kostenlos war gekauft. Ah, das ist bitter. Ja. Schade. Auch in der Standard-Edition wahrscheinlich, ne? Das ist echt blöd. Weißt du, wenn man das vorher wüsste, das war ja auch bei Red Dead Redemption, kommen wir da wieder rauf zurück. Als das ja im November war, es glaube ich, für PC kam, oder im Oktober schon für Epic, ich habe halt gewartet, bis ich auf Steam haben kann, das war im November. Kurz nachdem das quasi als PC-Version rauskam, eine Woche später, war es ja auch, keine Ahnung, 30% reduziert. Ja, ich habe es zu dem Zeitpunkt schon gekauft. Da haben sich die Leute echt drüber aufgeregt. Da hat es erstmal fette Negativkritik gehagelt. Ja, das ist dann das schon immer ärgerlich. Auf Xbox war es relativ preisstabil, muss ich sagen. Das ist ärgerlich. Da kauft man sich ein Spiel und eine Woche später gibt es das umsonst. Ne? Da könnte man sich echt in den Arm reinbeißen. Ja, das ist schon blöd dann. Also vor allem als Schwabe, wie wir... Ja. Das ist natürlich nochmal ein bisschen blöder. Ich weiß ja nicht, ob man es vom Akzent her hört, dass wir jetzt nicht so Hochdeutsch sprechen, dass wir schon woanders herkommen. Ja, das hört man schon raus.
Ja, für die Leute, die sich dann fragen, woher, ja, aus dem Schwabeländle. So ist es, wir kommen vom Bodensee, ja. Ravensburg. Da geht's die Ravensburger Spiele, die kennt ihr alle. Da kommen wir ja mal her. Um das Ganze auf Schwäbisch zu sagen. Ist eigentlich schon von oder voll geil, wenn dich jemand fragt, ja, woher kommst du? Ravensburg. Ach da, aber das sind nicht die Ravensburger Spiele. Doch, genau die. Das finde ich halt schon geil. Ist so, ja. Die oder Bodensee. Da kann jeder irgendwas mit anfangen. Bodensee. Jeder weiß, wo Bodensee ist, ne? Nicht jeder tatsächlich. Ich habe mal welche kennengelernt, die da war ich kurz ein bisschen erstaunt. Im negativen Sinn. Dann, ich weiß nicht, wo es ist. Ist echt? Nee, keine Ahnung. Okay, macht nichts, nicht so schlimm. Erdkunde war auch nie mein Lieblingsfach. Ja, meins auch nicht. Bodensee ist ganz unten von Deutschland, weißt du da so? Konstanz, Österreich, Schweiz, da an der Grenze. Ja, okay. Dreiländereck. Dann seid ihr ganz, ganz weit weg. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jeder weiß, wo Bodensee ist, genauso wie jeder weiß, wo die Elbe ist, ja, in Hamburg oder die Ostsee. Ja, okay. So hätte ich das gedacht. Von mir aus sehr nah. Relativ. Die mag nichts, der kann nichts, schreibt, muss kurz weg. Nichts zu Wichtiges bitte machen. Du, wir machen eh nichts Wichtiges, also. Doch, wir ernten Zuckerrüben. Das ja, du, das dauert noch ein bisschen, aber eigentlich, also ein Viertel haben wir. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich habe das auch mal kurz mit einem Rechner ausgerechnet, wie viele Stunden ich in den ungefähren WoW schon verbracht habe. Und ich bin ungefähr auf fast 5000 bis 6000 Stunden schon wiedergekommen. Puh, wie viele Tage sind das überhaupt, wenn du jetzt so nonstop durchzocken würdest? 250. Boah, das ist ja fast ein ganzes Jahr hier. Na gut, fehlen noch 100, aber trotzdem. Ja, dafür jetzt seit 4 Jahren erst Spiele. Das ist ordentlich. Aber ja, geh auch am... oder im so viel Zeit. Oder geh auch mal im Sommer mal raus an die schöne Sonne, das ist auch wichtig. Ich fange jetzt an demnächst mit in den Bikepark und sowas zu gehen. Macht das derzeit so schon. Hast du ein Enduro? Noch habe ich ein relativ normales Mountainbike. Aber so ein richtigen Enduro, was dann auch so 3.000-4.000 kostet, wird nicht mehr lange dauern. Okay, sehr gut. Weil. Also ich hoffe nach 180 mm mindestens, wenn nicht sogar 200. Das hat 185 mm. 185, ja, gut. Dann damit lässt sich dann so richtig fahren. Das ist dann schon geil. Da haben sich jetzt ja zwei gefunden, wa? Ja, ich bin auch ein bisschen im Bikepark unterwegs. Ah. Ja, das ist einfach so eine Sache. Ich habe die Sache jetzt noch gar nicht so lange für mich entdeckt selber. Aber mittlerweile ist das eigentlich so. Ich habe damit mal angefangen. Anfangs hat angefangen, einfach, was jeder irgendwie mal machen will, Wheelies üben mit dem Fahrrad. Dann hat man es gemacht, ein bisschen geübt. Und plötzlich hat man doch mehr Lust darauf gehabt und plötzlich mehr gemacht. Ja, ist so gut. Und ein dann, schönes Hobby, finde ich. Kam es dazu, ein Fullface-Helm geholt. Mittlerweile habe ich auch vor mir eine GoPro Hero 5 liegen. Ja. Und dann halt demnächst ist auch noch dann das Fahrrad. Ja, ich habe auch so ein Fullface und mein Helm von Bell, der hat sogar eine, also vom Werk aus eine GoPro-Halterung oben drauf. Ah, okay, ja, okay, ich musste meine ranmachen, aber daher ist die Halterung von den GoPro-Sachen eher den Preis wert, weil. Wo seid ihr noch da? Ich bin noch da, aber ich glaube, er ist weg. Nee, ja. Das Spiel ist abgestürzt. Ah. Achso, ja. Jetzt habe ich schon wieder gedacht, ich hätte wieder einen Fehler und Teamspeak wäre zu, weil keiner mehr spricht. Und der Stream ist auch bei mir komplett weg. Aha.
Warum ist bei dir eigentlich der Router noch nicht ausgegangen? Ist es abgestellt, Lukas? Was? Bei dir ist doch immer um 1 Uhr der Router ausgegangen, da habe ich ja gar nichts gemerkt von. Ich habe ja den PC jetzt mit LAN. Ach so, dann sagt er jetzt nicht mehr Adios. Nee. Nice. Läuft. Kannst du schneller fahren oder ist es maximal? Das ist maximal, ich drehte das Gaspedal durch. Wie viel Kammer hast du? 12. Dann stelle ich auch mal auf 12, warte. Also ich frage mich gerade, wieso bei mir plötzlich der Stream ausgegangen ist bei euch beiden, alles andere noch ausgegangen ist, das Spiel abgestürzt ist, aber ich nicht aus dem TS rausgeflogen bin. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich hatte dein Router einen kurzen Aussetzer und dann hat er sich wieder eingeschaltet und der Aussetzer war so klein, dass er es nicht geschafft hat, dich überall rauszuschmeißen. Ja, nee, bei Teamspeak braucht er ungefähr so 15 Sekunden, bis du, sagen wir mal, man würde jetzt Internetkabel ziehen, braucht er ungefähr 10 bis 15 Sekunden, bis er überhaupt aus dem Teamspeak sagt, kein Internet, tschüss. Ja, also in dem Fall war, synchronisiere Daten mit anderem Spieler, was ist das jetzt? Ach so, du drehst es wieder bei, jetzt. Jetzt habe ich schon gedacht, was jetzt passiert. Spielabsturz, Hacker. Ja, ohne Witz, ich krieg da immer Angstzustände, wenn irgendwelche Meldungen kommen. Ja, weil ich irgendwie vor Probleme. Also in dem Fall spielst du und guckst nebenher den anfällig Spiel. Bin. Macht natürlich Sinn, ne? Ansonsten so an meinem Stream so eine Frage, so von der Qualität, passt das alles? Also passt der Ton? Hört man mich gut? Hört man Erik gut? Hört man Lukas gut? Hört man den Spielsound gut? Ruckelt irgendwas? Gibt es irgendwelche Einbrüche? Ja, wobei, eine Frage kann ich mir selber beantworten. Einbrüche gibt es nicht, weil wir einen Framesverlust von 21 Frames haben und eine Auslastung von 0,0%. Also die Frage konnte ich mir beantworten. Wie sieht so für den Rest aus? Passt es so? Ich finde es halt immer entspannt, wenn du dann halt irgendwelche Leute im Stream hast, die dir dann Feedback geben können, ob das vom Ton passt, ob was lauter sein muss oder leiser. Dann musst du das nicht mehr machen, weil bis ich das eingestellt habe, so, das dauert. Ja. Ja, aber ich finde es immer ganz gut, wenn noch jemand... Macht schon mehr Spaß, wenn Leute auch wirklich zugucken und ich finde es auch irgendwie... Ist es einfach cool, nebenher zu spielen und noch einen Stream zu gucken, der das gleiche spielt. Auf jeden Fall. Im besten Fall schlechter ist als du. Dann kannst du dich noch daran ergötzen, dass du ein bisschen besser bist. Wahrscheinlich gucken auch deswegen so viele zu. Wieso bin ich wohl hier? grundsätzlich habe ich mir einfach nur Leute rausgesucht, die kleiner sind gerade als Streamer, weil da hast du so das Problem, wenn du so groß hast. Ich habe jetzt hier die Chance gehabt, bei euch mitzumachen. Würden jetzt hier 100 Leute zuschauen, könntet ihr nicht zu mir Ja sagen, weil dann würde auch gefühlt 20% der anderen Leute auch sagen, da hast du auch mitmachen. Ja, erstens das und zweitens ist es eh schlecht, das haben wir schon damals bei diesem Warface, bei dieser Situation gehabt, dass zu viele dann auch nicht so gut sind. Da muss man dann irgendwann mal wieder so Grenzen ziehen. Da haben wir bis jetzt noch keine Erfahrung, weil wir jetzt eben noch so klein sind, aber mit einer gewissen Größe macht das natürlich keinen Sinn mehr, ja, weil sonst fühlen sich die anderen quasi benachteiligt und je mehr Leute quasi anwesend sind, desto schwieriger wird es mit dem Sprechen. Das finde ich ist schon immer sehr komplex, wenn jetzt so 4-5 Leute oder so auf so einem Server sind und irgendwie hier so kommunizieren. Ich finde, das ist eine echte Herausforderung. Ja, da muss man sich auch ein bisschen reinspielen und. Wie viele Leute sind bei dir noch drin? Sind immer noch so viele Leute drin? Ja, 14 Stück, das ist Wahnsinn. Alter. Vielleicht knacke ich heute ja noch den Twitch-Partner. Ich brauche halt 5 durchschnittliche Zuschauer. Durchschnittlich dabei sind, da habe ich eigentlich die Kriterien. Ja, du hast jetzt auch einen schönen Chat, um erstmal zu lesen, weil ich habe gesehen, eine riesige Nachricht. Ja, genau, und von iMark nicht, der kann nicht. Ich glaube, ich versuche das mal so parallel zu machen, wenn ich hier wieder auf der nächsten Gerade bin, diese Nachricht zu lesen. Bis jetzt habe ich nämlich nur den letzten Satz gelesen, hoffe, konnte helfen. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
Und da gibt's auch ein neues Follower, und zwar von Alfred Zockt. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Freaks. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, Felia, bist du Profi? Machst du es schon ein bisschen länger in dem Fall oder spielst du ganz frisch Landwirtschaftssimulator? Würde mich natürlich auch noch interessieren. Also, dann versuchen wir mal darauf einzugehen. Mal gucken, ob das gut geht. Ach, und Missionen sind sehr dumm zu machen. Also, ich sag mal so, ihr solltet neu anfangen, den Feld 12 kaufen, in Raverport dann selber gucken, welche Sachen. Ich stelle mal kurz eine Liste zusammen. Den Drescher T560, Schneidewerk 625X, der zusammen mit dem Drescher... Nee, halt. Mit dem Trecker 72.000 Pro Series mit besten Motorausführungen dreimal und C-Maschine Spirit Air 300S. Ja, Alter, was machst du? Zu schnell. Anhänger TKD 302 und Grubber Fox 11. Ja, man muss natürlich jetzt zu allen sagen, dass wir jetzt hier nicht mit einem krassen... wir wollen einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also wir sind hier jetzt nicht mit einer... Wie sagt man da? Wir wollen jetzt nichts Krasses erreichen und das realistisch spielen, sondern einfach ein bisschen ausprobieren. Und der Auftrag hier, der dauert das zwar ewig lang, aber das haben wir einfach mal so ausprobiert. Ihr habt eh gerade nichts anderes zu tun. Ja, der Felia, der bei mir jetzt drin ist, der hat schon 230 Stunden. Oh, das ist ordentlich. Ist auch schon ordentlich, ja. Der hat es erst seit kurzem, wenn ich das richtig gehe. Also von dem her. Also Lukas, du kannst ja mal ganz kurz erklären, wie das hier angefangen hat mit dem Stream und wie es eigentlich gedacht wäre. Dann kriegt man mal so einen Eindruck, dass nichts läuft, so wie geplant. Und dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Wie meinst du? Dass du einfach kurz erzählst, dass wir das eigentlich nur zu zweit machen wollten und jetzt ich die ganze Story erzähle und so, wie es dann letzten Endes geworden ist. Wir wollten das eigentlich jetzt nur ganz gechillt zu zweit machen, ein bisschen spielen, also im Leben nicht so lange, wie wir es jetzt eigentlich gerade machen. Ja, also ein bisschen ohne Plan, ein bisschen selber reingucken, wie es so funktioniert und selber draus lernen und besser machen. Aber in dem Fall haben wir jetzt einfach auch Tipps gekriegt und alles drum und dran und es entwickelte sich alles irgendwie größer, als es eigentlich hätte sein sollen aus unserer Sicht oder als wir es gedacht hätten, sagen wir es einfach mal so. Genau, und deswegen ist auch hier der Erik mit im Teamspeak und vorhin war noch der Daniel mit dem Teamspeak, schön die Namen abgelesen. Und man hat es gesehen. Ja, dann ist gut. Nee, ich bin wenigstens so ehrlich und gestehe es zu. Genau, das waren unsere einzigsten Zuschauer. Die haben uns da angeboten, ihre Hilfe quasi. Ja, ihre Hilfe haben sie uns angeboten. Und dann haben wir uns eben hier auf dem Teamspeak getroffen. Und dann haben die uns hier ein paar Sachen verkauft und gekauft. Und dann wollten wir da eigentlich alle vier irgendwas machen. Aber da wir am Anfang standen, war das so, dass wir nicht genug Maschinen hatten und nicht genug Aufgaben. Und dann standen wir bloß dumm Eiland, zack! Dann standen wir nur dumm da und wussten nicht so ganz, was wir machen sollen. Und da hat Lukas einfach mal hier den Auftrag angenommen, dieses Feld hier mit Zuckerrüben zu ernten. Ja, und jetzt sind wir hier. Ne? Das ist die Story. Aber es ist doch ganz lustig. Hat er noch geschrieben. Und bei der Arbeit kannst du nebenher wenigstens auch noch ein paar Kommentare beantworten. Auf jeden Fall, das ist genau das richtige Projekt für sowas, für die Community-Interaktion. Perfekt geeignet. Ja, aber jetzt Leute, die jetzt schreiben und sagen, ja, ihr könnt das und das machen. Wir machen das alles ganz langsam. Also wir merken jetzt schon, dass jetzt so Aufträge, so ganz groß, jetzt nicht wirklich viel Sinn machen. Da könnten wir in der Zeit auch noch selber Sachen machen, aber... Ich bin ja gerade schon mit der Seemaschine auf dem Feld unterwegs zum Beispiel. Ihr könnt gar nichts gerade hier machen. Ah ja, guck, er unterstützt uns sogar noch. Das ist super. Achso, ja gut. Okay, gut. Ich habe schon gedacht, weil wer macht am Hintergrund was, aber ja.
Ja, auf jeden Fall ist das halt unsere Spontanität. Es läuft nie so wie geplant und wir machen halt unser eigenes Ding und dann kommt das dabei halt raus und ja, so ist das zustande gekommen. Auf jeden Fall trotzdem ganz nett hier. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir sind natürlich um jeden Tipp dankbar. Das ist natürlich gar keine Frage. Also nur raushauen mit den Tipps, ob wir die dann so umsetzen werden, ist natürlich das Nächste. Aber unser erstes Primärziel ist einfach mal hier mal ein bisschen gucken, ausprobieren, ein bisschen Geld erwirtschaften und dann vielleicht mal, wenn wir genug Startkapital haben, das Ganze ein bisschen professioneller machen, dann einen großen Fuhrpark kaufen und dann das Ganze eben ein bisschen professioneller werden lassen. Aber jetzt erstmal nicht. Erst müssen wir ein bisschen Geld scheffeln sozusagen. Und Erfahrung sammeln. Und Erfahrung. So ist es. Mit Tipps zusammen, aber auch ein bisschen selber ausprobieren. Finde ich auch ganz wichtig. So ist es. Und ich mag nicht, der kann nicht. hat geschrieben, ja, Missionen sind nur die, wo komplett pleite sind. Genau, deswegen machen wir das. Oder weil wir eben nicht genug Arbeit hatten. Tatsächlich. Und er hat gesagt, kannst ja mal im Menü gucken, was das alles ist. Ja, also man muss dazu noch sagen. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Gerne ein Follow da lassen, dann weißt du, wann wir streamen. Danke. Man muss dazu natürlich sagen, also Lukas hat mich angeschrieben und hat gesagt, ja, du, wie sieht's aus? Wir wollten nochmal Landwirtschaftssimulator spielen. Der Epic Store hat es umsonst rausgehauen. Und da habe ich es mir jetzt gestern gedownloadet, habe es heute jetzt geöffnet, habe um, keine Ahnung, 19 Uhr die Einstellung gemacht. Und da haben wir hier schon zusammen online losgelegt. Das heißt, ich habe nicht mal ein Tutorial angeguckt. Ja, das kommt noch hinzu. Aber Marco, ich glaube, das hat sich jetzt schon gelohnt, oder? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Zumal ich halt auch in den YouTube-Dings gesehen habe. Und jetzt kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, wie das zustande kommt. Also ich glaube, warum das mit den Abonnenten so gut läuft auf YouTube. Weil die Leute halt, wenn ich auf Twitch unterwegs bin und für YouTube produziere, dann natürlich auch fragen, ja, was nimmst du denn hier so nebenbei auf? Sag ich halt für YouTube. Gucken halt die meisten auf unseren Channel drauf und abonnieren dann. Und dadurch haben wir auch einiges an Zuwachs bekommen. Das kann anders gar nicht sein. Und ich sehe jetzt hier gerade in der YouTube Creator Studio App, dass wir wieder zwei dazu bekommen haben. Und das war halt durch den Livestream. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das geht. Ja, das wird gleich noch mehr. Also von daher läuft das. Es scheint gut so rüberzukommen. Und wie schon gesagt, wir sind Amateure. Ich hatte noch nie 15 Leute so lange hier am Stück da, deswegen muss ich da auch erst noch Erfahrung sammeln und halt erst noch so ein bisschen geübter werden, auch mit den Chat-Sachen hier nebenbei, weil ich das einfach noch nicht hatte. Deswegen nochmal von uns beiden vielen Dank, dass ihr hier dabei seid, zuguckt, so fleißig interagiert, so followert. Das freut uns. Das ehrt uns echt. Ja, es macht Spaß, ist geil. Deswegen danke für jeden Follower, für jeden Zuschauer, für jedes Kommentar, für jegliche Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür. Das sind dann halt die Momente, wo man halt so als kleiner YouTuber anfängt und so denkt, ja, ich will mal so Sachen produzieren und ich kaufe mir jetzt von meinem Azubi-Gehalt so ein bisschen Equipment, versuche immer ein bisschen professioneller zu werden, immer bessere Sachen zu kaufen, um dann so sein Stream-Imperium und Produktions-Imperium aufzubauen. Und wenn man dann halt sieht, okay, es lohnt sich, die Leute würdigen das, die gucken dazu. Das ist eine abnormale Bestätigung, das ist Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach Hammer. Das zeigt sich, dass ich das Geld, ich habe da Tausende von Euro investiert für das Ganze. Als sozusagen Hobby. Ja, und betreibe das Hobby, hab daran Spaß und es wird gewürdigt. Ja, es gucken die Leute an und es zahlt sich aus. Das ist Wahnsinn. Ein Traum geht in Erfüllung, ja. Ich glaube, ich muss gleich heulen. Oh Mann, ich habe gerade echt Gänsehaut. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber macht und nicht in der Situation ist, aber ich krieg jetzt echt Tränen in den Augen. Scheiße.
Jetzt sage ich es noch das letzte Mal. Ich mag nicht, der kann nicht, schreibt, nenn mich einfach kann nicht. Okay, ist glaub besser. Ich habe schon vorher überlegt, wie ich deinen Namen am besten abkürze. Es ist heavy, ich kann es nicht fassen. Hoppla. Was ich schade finde, dass es hier keine Anzeige gibt, zu wie viel Prozent das Feld geerntet ist. Das wäre noch ganz toll. Ich sehe es immer. Echt? Ah, dann musst du mir mal mitteilen, wie viel wir haben. Ich würde jetzt mal 60. So schätzen. 60! Ich hätte jetzt vielleicht 40 geschätzt. Aber doch keine 60. Echt? 60? Ja. Geiler Scheiß. Lol, ich kaufe halt immer am Anfang genau wie auf der Liste ein ist. Ja, cool. Ja, du, wenn sich das bewährt. Dann ist das schon eine feine Sache, ne? Also ich mache ja dann immer so beim Streamende so eine Verabschiedung, indem ich ein Lied von YouTube laufen lasse, was ich gerade so in meiner Lieblingsplayliste habe. Und dann bedanke ich mich nochmal bei jedem Einzelnen fürs Follower und lasse es nochmal abspielen. Ich glaube, das geht heute ein bisschen länger als sonst. Minimal. Ja. Vernachlässigbar länger. Ja, schon Wahnsinn. Nightbot. Was schreibt mir der Nightbot? Nicht weinen. Du solltest echt mal gucken, dass man mal Clips von deinem Stream reinschicken darf. Was war's nochmal? Ja, der Nightbot warnt dich ja wegen den, dass du keine Texte hier reinschreiben sollst, wegen. Mhm. Aber es ist von deinem Livestream ein Clip. Ja, das ist schon krass. Dazu muss man sich sagen, also mit nochmal von vorne anfangen, bitte. Den Bot, den habe ich erst seit 4 Tagen, weil also unser Subunternehmer, Dead Engineer, oder umgangssprachlich auch Magnus genannt, Spitzname Magnesium, der war bei mir zu einem Unboxing und da haben wir da irgendwas geunboxt und haben das dann auch noch gestreamt. Und da hat er mir den Nightbot quasi eingestellt, weil da mal jemand irgendwie, keine Ahnung, so einen Link geschickt hat, so nach dem Motto, ja, hier kaufe Follower oder so, was ich total schwachsinnig finde, was ich niemals machen würde, weil es dumm ist. Der hat mir das dann halt eingestellt. Also mit Bots habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Der King from God schreibt, moin, ui, ist ja... ein langer Text erstmal lesen. Was? Nochmal. Moin Ui ist ja ein langer Text erstmal lesen. Ja, ja. Da haben wir einen langen Text gekriegt. Und du siehst die Prozentanzeige vom Feld wirklich nur, wenn du es abgibst, die Frucht, oder? Jo. Ah, schade. Also ich sehe es auch im Auftrag, aber wenn ich es abgib, sehe ich es auch. Ah ja. Also irgendwie werden wir hier immer krummer. Ich fange immer mehr zu fantasieren an. Ich sollte mich mal wieder ein bisschen auf gerade Strecken konzentrieren, oder? Ja, wäre ganz gut. Aber da war ja vorhin auch ein Kommentar dabei, dass es ja noch Alpha-Status hätte, weil es verbuggt ist. Ich habe jetzt schon 2 Bugs. Einmal da unten die Anzeige, die Tankanzeige blinkt immer wieder auf. Und einmal im Hänger, also in meinem Tank. Das stimmt auch nicht so ganz. Also ist schon noch ein bisschen fehlerhaft. Das
wollte ich sagen. Sonst sieht's gut aus. Sonst sieht's gut aus. Jetzt wollte ich gerade sagen, es ist aber schon fehlerfrei. Oh Mann. Aber wir kriegen das hin mit dem Feld. Weißt du was? Mhm. Du gibst mir die Parts, die du aufgenommen hast, und ich lade mein Video einfach als Stream-Ausschnitt sozusagen komplett hoch. Wie wäre das? Ja, das geht auch. Dann nehme ich sozusagen immer das komplette auf und lade es hoch und du nimmst es als Einzelpart. Mhm. Oh, apropos Einzelparts. Ach du Scheiße. Also erst nochmal der King from God, cooler Name. Vielen Dank für deinen Follow und willkommen bei den Freaks. Was ich jetzt aber als erstes machen muss, bevor ich hier irgendwas anderes mache, ich sollte die YouTube-Aufnahme beenden, weil die geht schon eine Stunde 15. Also, ja gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ja, tschüss. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Datei ist.